nicht so viel Arbeit hier, aus diesem Grund, ich habe die Zeit nicht verloren. Sie sind die einzige Person, die Zeit viermal verloren hat. Ja? Nö, eigentlich nicht. Aber wir werden uns bestimmt des Öfteren noch hören. Okay. Ja. Das bedeutet, Sie haben Ihr Ziel im Leben gefunden, ja? Ganz Ihr Job. Genau. Aha, okay. Viel Glück, Herr Patmanach. Tschüss. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich warte auf Ihr neues Konto. Tschüss. Prima. Ja. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder ein Video mitgebracht, wo ich eine altbekannte Firma weiter auf den Sack gehe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Schönen guten Tag, Herr Patmanach. Ich bin Gabi Windham-Apparat vom Elite Solutions, wo Sie gerade online sind, ja? Ah ja, genau. Auf die schicke bunte Seite hier, ja? Ja, genau. Von dieser Seite melde ich mich bei Ihnen, Herr Patmanach. Ich werde Ihnen gerne dabei helfen, Ihr Konto bei uns einfacher zu aktivieren. Ah ja, prima. Okay, sagen Sie mir bitte erstes Mal, für welche Summe haben Sie sich entschieden? Weiß ich noch gar nicht. Also ich habe mich jetzt hier angemeldet auf die Höhle der Löwen und da war eine Werbung, dass man mit Öl reich werden kann. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mit. Minimale Einstiegskapital, Herr Patmanach, ist 250 Euro. Sagen Sie mir bitte die Kreditkarte, welche Sie besitzen. Ja, da habe ich eine, warten Sie, da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, welche Karte genau das ist. Ich habe so viele Plastikkarten hier, wissen Sie? Das sammelt sich ja auch immer wieder. Die Einzahlung geht über Visa oder Mastercard, Herr Patmanach? Ja, eine von den beiden war das. Ich weiß gerade nur nicht, welche das genau war. Sagen Sie mal, wenn man da mehr Geld einzahlt, wird man denn da schneller Millionär? Mehr, natürlich. Also weiß ich nicht, wie lange es zeitlich gedauert wird. Aber je mehr Sie einzahlen, desto mehr profitieren Sie dementsprechend. Ja. Ja, weil hier in der Werbung steht ja, dass das ganz schnell klappt mit dem Millionär. Natürlich, Herr Patmanach. Also das ist eine Werbung. Finanzmarkt funktioniert, wenn wir realistisch nachdenken, je mehr Sie einzahlen, desto mehr profitieren Sie. Von 250 Euro werden Sie natürlich nicht Millionen verdienen, ja? Ja. Aber Sie können das natürlich profitieren, Herr Patmanach. Das stimmt unbedingt. Und darüber werden Sie dann von Ihrem Experten informiert, ja? Okay. Genau. Sie haben ja Finanzexperten hier, Herr Patmanach. Also, wir sind auch daran interessiert, dass Sie viel schnellstmöglich viel profitieren, weil von Ihrem Profit bleibt bei uns 3,5% als Zinsen. Das bedeutet, je mehr Sie profitieren, desto mehr 3,5% haben wir davon, okay? Aus diesem Grund haben wir die Fachabteilung hier von unserem Finanzexperten und die sind dafür zuständig, dass Sie bei uns erfolgreich und langfristig handeln und bleiben, okay? Okay, super, ja. Genau. Ja, und genau das stimmt halt eben nicht. Die sind nicht daran interessiert, dass ihr dort langfristig handelt. Sicherlich über einen mittelfristigen Zeitpunkt, ja, indem ihr euer Geld einzahlt. Und dann hält man euch eine Weile mit einem Demokonto hin und tut so, als hättet ihr dort Geld aufgeladen. Dabei ist euer Geld schon lange irgendwo im Ausland gelandet und weg. Und man spielt euch hier eine Geschichte vor, dass ihr einfach ein bisschen was gewinnt und wieder was verliert und wieder ein bisschen was gewinnt. Ja, und dann ist das Geld vielleicht weg und man will dann noch ein bisschen mehr Geld von euch haben und ruft euch nochmal an. Also in die Richtung wird es hier gehen, aber es wird auf keinen Fall in die Richtung gehen, dass man da wirklich fette Gewinne rausholen kann. Ich meine, wir hatten die Firma ja auch schon des Öfteren hier am Telefon. Sehr gut. So, haben Sie die Kreditkarte? Achso, warten Sie, das habe ich jetzt ganz vergessen. Da gucke ich mal. Einmal habe ich hier so eine, die ist von meinem Vermieter, so eine Bonuskarte. Dann Einkaufszentrum, Ikea, Autohaus, ein anderes Einkaufszentrum. Mensch, da sammelt sich auch immer was an, sage ich Ihnen. Hier von der ÖSA-Versicherung, dann haben wir DHL-Packstation, mein Personalausweis, Gesundheitskarte, hier vom Kino noch so eine Karte, EC-Karte, die brauchen wir ja nicht. Dann, oh Gott, ich habe da tatsächlich sogar zwei DHL-Packstationskarten. Da ist noch eine zweite. Und dann mein Führerschein. Ah ja, hier. Visa. Die ist von, bei Ihnen Tweet dazu in der Leitung. Hören Sie das auch? Visa? Das quietscht bei Ihnen so in der Leitung manchmal. Das ist nicht mein, sondern Ihre Leitung. Hm,
komisch. Ja, Visa-Karte ist hier. Okay, dann mache ich Folgendes. Machen Sie das selber, die Aktivierung, oder soll ich das von meiner Seite machen? Na, wenn Sie das machen können, dann wäre das schon ganz gut, dann, weil ich weiß gar nicht, wie ich das machen muss. Okay, dann brauche ich ein paar Daten von Ihnen. Ja, na klar. Okay, sagen Sie mir bitte erstmal Ihr Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist der 17.07. 17.07. Genau, also 1.7, dann 0.7. 30. Und dann 1992, also 1992. Mhm. Okay, Sie sind noch jung. Dann bitte Postleitzahl. Das ist die 12055. Das ist Berlin, ja? Ja, genau. In Neukölln ist das hier. Dann bitte die Straße und Hausnummer. Ja, die Straße ist die Braunschweiger Straße 77. Soll ich das buchstabieren? Ganz kurz, bitte. Braunschweiger Straße. Ja, und dann die 77. 77. Braunschweiger Straße 77. Ja, genau. Die Summe? Wie Summe? Was meinen Sie? Mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Ach so, ja. Was würden Sie mir denn da empfehlen, wenn wir da schnell viel Geld gewinnen wollen? Erste minimale Einstiegskapital ist 250 Euro. Ja, genau, das sagten wir ja schon. Mein Vorschlag wäre, erstmal mit dieser Summe anzufangen. Und sobald Sie von Ihrem Experten angerufen werden und der Experte wird auch für Sie eine Handelsstrategie erstellen, können Sie die Summe jederzeit erhöhen. Ach so, also da kann ich dann nochmal Geld dann überweisen. Auf jeden Fall, wenn Sie das möchten, natürlich. Okay, erstmal also können Sie mit 250 Euro anfangen. Ja, und das Geld, was man da denn so bekommt, das wird da auch immer noch für genommen, dass das dann schneller weg? Was meinen Sie damit? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel die 250 Euro einzahle und dann mache ich damit Gewinn. Und der Gewinn wird ja dann auch noch mit angerechnet. Also beispielsweise, ich habe jetzt dann schon 50 Euro Gewinn gemacht und bin dann bei 300. Und dann werden die 300 den nächsten Tag genommen, oder? Natürlich, Sie können das komplett auszahlen lassen ab 50 Euro. Ich meine, ob denn die 300, ob die dann auch zum Handeln wieder genommen werden, oder handelt man immer nur mit den 250? Nein, also Sie können Ihr Profit auch benutzen für Handeln, wenn Sie das meinen. Ah ja, genau, so meine ich das, ja. Natürlich. Okay, also dann geht es ja dadurch auch schon schneller. Und wenn man dann natürlich noch was drauf überweist, dann geht es natürlich noch schneller. Das wäre dann schön. Natürlich, Frau Herr Patzmann, natürlich. Okay, prima. Das kann aber besser der Experte empfehlen, wissen Sie? Der Experte kann Ihnen sagen, für welchen Zeitpunkt, für welche Summe profitabel ist. Diese Experten arbeiten parallel auf der Frankfurter Börse. Ja, also die sitzen alle in Frankfurt. Nicht ich bin in Dresden, wir haben sehr viele Niederlassungen. Wo sitzen Sie? Das habe ich irgendwie akustisch nicht verstanden. In Dresden. Ach, in Dresden, ja. Genau. So, ja, da war ja das mit dem Finger. Okay, dann ja, machen wir weiter, genau. Was brauchen Sie jetzt noch? Visa haben Sie mir gesagt. Ja, genau, die Visa-Karte. Sagen Sie mir bitte die 16-stellige Nummer. Ach so, warten Sie, dann gehe ich schnell nochmal zurück zum Schreibtisch, weil da habe ich jetzt mein Portemonnaie liegen lassen. Haben Sie das nicht geholt? Na, ich hatte gerade die Betten noch aufgeschüttelt. Das kann man ja nebenbei machen. So, warten Sie, wo habe ich denn das jetzt schon wieder hingemüllt? Ah ja, hier genau, die Visa-Karte. So, die ganz lange Nummer brauchen Sie, die da draufsteht, ja? Genau. Ja, das ist dann die 49248690. Ganz kurz bitte, ja. 4924. Na, die 4942, ja. Dann die 869390461. Ganz kurz, ich muss das aufschreiben. Ach so, okay. 49. Das ist die, warten Sie, dann nochmal langsam, ja? Nochmal langsam, ja. Die 49. Dann die 24. Ganz kurz, bitte. 4924. Ja. Und dann die 86. Dann die 93. Moment, wo war ich jetzt? 4693. Und dann die 90. Dann die 46.
und die 1005. Ich wiederhole nochmal, 4924 ja. 86 ja. 93 ja. 90 ja. 46 ja, die 46, ja, genau. 1005. 1005, ja genau. Mhm. Okay, dann Ablaufsdatum bitte. Sie meinen das Verfallsdatum. Genau, auch Gültigkeitsdauer von der Kreditkarte. Ja, da steht bei mir 05 und dann die 27. Ach so. 27, sind Sie sicher? Ein Stückchen drauf, ja. Ach, das ist so lang. Und dann bitte dreistellige Nummer von Rückseite. Ja, das ist dann die 842. 842. Also 05. Ja. 27. Ja. 842. Und wie steht Ihr Name auf der Karte? Na, so wie Sie den da, denke ich mal, auch haben. Mhm, und ganz kurz. Peter Patmanach. Ja. Okay, und mit T, so viel T wie Theodor, oder? Ja, genau. Genau, Peter Patmanach. Genau. Okay, dann mache ich Folgendes, Herr Patmanach. Jetzt werde ich die Daten eingeben von meiner Seite und Sie sollen die Zahlung von Ihrer Seite bestätigen. Erstmal werde ich Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Das ist peter.patmanach@mdccfan.de. Ja, genau. Das ist das Richtige, ja? Genau, das ist ja mein Internetanbieter. Genau, jetzt in ein paar Minuten bekommen Sie von Coinideck die vierstellige Code von uns, ja? Von Coinideck, also mit I. Coinideck. Ja, okay. Ja, und dann? Dann wird die Summe direkt abgebucht. Und zwar direkt auf deren Betrüger-Wallet. Und die Kohle ist für immer weg. Denn Coindeck, oder wie sie hier meinte, Coinideck, glaube ich zwar nicht, ist nichts anderes als ein Krypto-Wallet, beziehungsweise eine Tauschbörse für Krypto-Wallet von Euro in Kryptowährung auf deren Wallet-Adresse. Und wenn ihr da das Geld drauf überweist, ja, dann passiert nichts anderes, als dass eure Kohle ja dann weg ist. Und ihr könnt damit nicht handeln. Ja, also da muss ich nur auf die E-Mail drücken. Ganz kurz bitte. Ja, na klar. Ich nehme mir so viel Zeit, wie Sie brauchen. Okay. Na, ob wir da jetzt schon aufgeflogen sind schon wieder? Wir haben wieder die gleichen dran. Sind Sie noch da? Ja, natürlich, ich bin noch dran. Mhm. Herr Patmanach, wissen Sie, dass wir die neue Regelungen haben? Das bedeutet, dass Sie eigentlich keine Code bekommen. Wenn die Daten stimmen, wird die Summe direkt abgebucht, okay? Okay, ja, klar. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich. Ja? Okay, die Code brauchen wir nicht, hat der Experte gerade gesagt. Okay, ganz kurz bitte. Herr Patmanach, aber ich habe jetzt im Internet überprüft, im System habe ich gesehen, dass Kontoinhaber stimmt nicht von dieser Kreditkarte. Wer sind Sie in der Tat? Na, der Peter Patmanach. Peter Patmanach, wissen Sie, dass im Internet man alles googeln kann und mit dieser Kartennummer ist kein Peter Patmanach registriert. Sind Sie sicher? Kann man auf keinen Fall. Die Kreditkartendaten lassen sich nicht googeln. Ihr findet damit nicht raus, wer zu wem gehört. Das ist einfach nichts anderes als bla bla. Hier werde ich wohl schon aufgefallen sein, weil sie spricht ja auch von ihrer Chefin, dass die wohl schon im Hintergrund ist. Ja, und die Chefin wird ihr ganz einfach gesagt haben, wer da am Telefon sitzt. Und zwar nicht der Peter Patmanach, sondern der Herr Steiner. Natürlich, die habe ich ja aus meinem Portemonnaie, die Karte. Können Sie bitte das abfotografieren und auf der Seite hochladen?
Ja, natürlich, das kann ich machen. Machen Sie bitte. Sie haben direkt die Seite von Nelly Solutions. Fotografieren Sie bitte Ihre Kreditkarte und laden Sie bitte auf der Seite hoch. Ja, wo muss ich das da genau hochladen bei Ihnen auf der Seite? Sind Sie mit dem Handy oder mit dem PC? Ich habe den PC dabei. Okay, sehr gut. Ganz kleiner Augenblick, bitte. Ich werde jetzt direkt im System nachschauen. Haben Sie woanders studiert? Wie meinen Sie das? Also an der Uni. Ja, ich habe in London studiert. In London? So sprechen Sie auch Englisch, ja? Nee, eigentlich nicht. Aber man muss ja nur, wenn man woanders studiert, ja nicht die Sprache automatisch können. Ja, aber Englisch ist internationale Sprache. Mit Deutsch können Sie nicht in London studieren. Das natürlich weiß ich kann man da mit in Deutsch studieren. Haben Sie noch nie was von einem Fernstudium gehört? Natürlich, ich habe auch das gemacht. Was haben Sie denn studiert? Internationale Beziehungen. Wisst ihr eigentlich, was man arbeitet, wenn man internationale Beziehungen studiert hat? Ja. Man arbeitet tatsächlich dann bei der Regierung, in der Politik, ja, oder bei internationalen Organisationen. Tja, aber ich glaube nicht, dass man dann, wenn man das studiert hat, in einem Callcenter sitzt und die Leute betrügt. Okay. So, dann, ja, auf welcher Seite denn da genau? Weil ich bin gerade mittlerweile bei Ihnen irgendwie auch ausgelockt. Auf Elite Solutions. Sie ja, haben viermal, viermal das Konto eröffnet und jetzt haben Sie die Seite vergessen? Nee, ich bin ja auf der Seite, aber irgendwie bin ich nicht mehr eingeloggt. Und ich weiß das Passwort ja noch gar nicht. Okay, dann werde ich für Sie einmaliges Passwort erstellen. Ja. Erstmal bitte Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Ich hoffe, können Sie sich daran erinnern, welche Sie eingeben sollen? Ja, na klar, ich habe da bloß die eine. Ja, weil Sie haben mehrere, wie ich weiß, diese Fun-E-Mails. Na, das ist ja von meinem Internetanbieter, da habe ich bloß die eine. Ja, ich kenne diese Internetanbieter sehr gut. Ich bin auch noch jung. Ah ja, sind Sie auch bei dem anderen Anbieter? Also, jetzt habe ich keine Zeit zum Plaudern. Erstmal bitte einmaliges Passwort 1 bis 8 eingeben, okay? Ja, na klar, mache ich. So. Ja, genau, jetzt bin ich wieder drin, ja. So. Wieder drin? Das sehe ich aber nicht. Ich bin eingeloggt bei Ihnen. Sind Sie eingeloggt? Okay. Wo muss ich jetzt draufdrücken? Ganz kleinen Augenblick, sage ich Ihnen gerade. Sehen Sie auf der linken Seite oben Ihren Namen? Ob es überhaupt Ihr Name ist? Ja, genau, da steht mein Name. Dann bitte da draufklicken. Und auf der rechten Seite oder in der Mitte eigentlich haben Sie Personalausweis. Ja. Hochladen oder Choose File steht auf Englisch. Ja. Und da unten ist Kreditkarte, Dokumentation. Kredit-Debitkarten, ja? Genau. Bitte choose, auf Choose File klicken und das Foto von Ihrer Kreditkarte hochladen. Und Personalausweis brauchen Sie auch hochzuladen. Ohne diese Dokumente werden Sie kein Konto aktivieren. Ja, das können wir gleich machen. So, dann haben wir hier die Kreditkarte. So, jetzt steht dahinter Pending. Heißt das, das lädt jetzt hoch oder muss ich noch irgendwo drücken? Ganz kurz schaue ich mal, ob Sie das schon gemacht haben oder nicht. Das ist aber nicht die Kreditkarte, was wir brauchen, Herr Patmanach. Was ist das sonst? Sie haben beim Diktieren was ganz anderes gesagt. Okay, also das haben Sie Foto? Probleme in den Augen oder was ist hier los? Nee, die Kreditkarte, die Bilder habe ich ja schon auf dem Computer. Sie haben ja gesagt 4924.
Auf der Karte steht 4792. Ja. Sie können überhaupt nicht vorlesen? Oder wissen Sie die Ziffer nicht? Kennen Sie die Ziffer nicht? Na, das, was ich Ihnen hochgeladen habe von der Kreditkarte. Das ist meine Kreditkarte. Okay, jetzt Ausweis bitte. Ja? Ja, natürlich. Den lade ich Ihnen auch noch hoch. Muss ja alles richtig sein. So, den habe ich auch. Und, ach ja, da muss ich da oben wieder auf Personalausweis klicken. So, was ist das da eigentlich für eine nette Stimme im Hintergrund immer? Die hört sich auch sehr freundlich an. Wieso denken Sie so viel über unsere nette Stimmen? Naja, darf man doch mal sagen, oder nicht? Bestimmt haben Sie keinen Partner, ja? Sie sind alleine. Nö, eigentlich nicht. Jede Frauenstimmen finden Sie nett, ja? Na, nicht jede. Also es gibt auch furchtbare Frauenstimmen, aber... Ah, okay. Eigentlich würde ich mal sagen, Sie sind fast 30, aber Ihre Stimme klingt wie ca. 50 oder sowas. Okay, naja, durchs Telefon ist das ja manchmal so. Ja, Sie haben überhaupt nicht so junge Stimme. So, ich habe den Personalausweis auch hochgeladen. Haben Sie auch hochgeladen? Ganz kurz, bitte. Schau ich nach. Ja. Das ist leer. Nee, ist doch da das Bild. Ich denke mal, Sie haben überhaupt keinen Arsch, das Foto hochzuladen, wissen Sie? Was hat das mit Arsch zu tun? Da ist doch ein Gesicht drauf. Ja, Sie sollen mutig sein, Ihr Personalausweis hochzuladen, besonders wenn Sie möchten, irgendwelches Lustiges zu machen, aber das ist überhaupt nicht lustig, Herr Fatmanach. Wissen Sie? Sie wollten uns verarschen, aber leider haben Sie also keine Kenntnisse dafür. Man braucht auch Kenntnisse dafür, wissen Sie? Naja, also die Kenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass ich Ihnen wieder 20 Minuten Zeit gemopst habe, in der Sie keinen anderen beklauen konnten. Eigentlich, Herr Patmanach, ich bin bei der Arbeit. Ich habe nicht so viel Arbeit hier. Aus diesem Grund, ich habe die Zeit nicht verloren. Sie sind die einzige Person, die Zeit viermal verloren hat. Ja? Nö, eigentlich nicht. Aber wir werden uns bestimmt des Öfteren noch hören. Und was haben Sie davon? Also, das kann ich Ihnen erklären. Ich kann dadurch die Menschen aufklären, wie ihr die Menschen betrügt. Ich kenne euer Konzept. Ja, und wurden Sie jetzt betrogen? Naja, ihr habt es zumindest probiert, ne? Über ein Bitcoin-Wallet. Ja, und was haben wir versucht? Ich habe gar nichts versucht. Doch, ihr habt versucht, Geld auf einen Bitcoin-Wallet abzubuchen. Was bedeutet, die Kohle ist weg und das Einzige, womit ich hier später handeln werde, ist ein Demokonto, wo mich dann natürlich nochmal jemand von euch anrufen wird, um mir dann vorzugaukeln, dass ich hier Gewinne mache und noch mehr Geld einzahle. Ich bin nicht blöd. Ja, Herr Patmanach, Sie haben überhaupt nicht versucht und wie können Sie die Menschen beweisen, dass wir das Geld abgebucht haben, wenn wir das überhaupt nicht abgebucht haben? Naja, ihr habt es ja probiert, ne? Sie sollen was Besseres überlegen, also das ist so, nein, also... Nee, ich denke, das ist schon sehr das hat schon einen sehr großen Informationscharakter, das Ganze. Ich meine, man macht sich auf jeden Fall ein Bild über euch, was ihr für Betrüger seid und dass ihr die Leute abzockt und das reicht auf jeden Fall schon aus, um die Menschen vor euch abzuschrecken. Okay. Ja. Das bedeutet, Sie haben Ihr Ziel im Leben gefunden, ja? Ganz Ihr Job. Genau. Aha, okay. Viel Glück, Herr Patmanach. Tschüss. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich warte auf Ihr neues Konto. Tschüss. Prima. Ja. Na Mensch, da haben wir unser Ziel erreicht. Zeit verplempert. Und die Leute informiert, was wir hier für ein Callcenter dran haben. Auch wenn die nette Dame das ein bisschen anders sieht. Es sind und bleiben Betrüger. Die wollen euer Geld und nichts anderes. Die wollen euch nicht helfen, damit ihr Geld verdient. Ich meine, man braucht doch schon mal logisch nachdenken. Wenn man damit so viel Geld verdienen kann, warum ruft die Tante hier überhaupt an? Sie kann doch selber investieren und mit der Kohle selber reich werden. Genauso wie das ganze Callcenter. Warum empfiehlt man euch solche Strategien? Wozu? Was hat man davon? Wenn die Firma selbst eine Million in der Hand nimmt und das Geld da reinstopft, dann werden sie doch schon reich und brauchen euch dazu gar nicht. Also, tja, naja.
Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und jetzt seht ihr noch die Playlist mit allen anderen Videos. Viel Spaß beim Reinschauen und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.